habe ich nochmal eben den Nachtrag oder eben halt den Anfang. Muss ich mal gucken, wo ich das noch gleich hinsetze hier. Also das ist das Garagentor, was ich also, was nicht aufging. Man konnte den Schlüssel drehen und hier ließ sich alles nicht bewegen. Und da bin ich nachher beigegangen, habe hier ein Loch reingemacht, dass ich da praktisch mit der Hand hier durchgreifen kann. Und dann kann ich von hinten den Hebel umlegen. Das zeige ich gleich mal eben. Und dadurch das Garagentor öffnen. Das heißt also, ich greife hier mit der Hand durch und mache diesen Hebel hier beiseite. Das ist diese Notentriegelung. Und dann kann man dementsprechend hier drehen, jetzt natürlich nicht. Jetzt ziehe ich den wieder rüber und dann kann man den hier drehen. Ich muss es mal eben nur mit zwei Händen machen oder so. Ich drücke den hier weg und dann kann ich den hier entriegeln. Ja, da habe ich jetzt ein Loch drin. Das sieht also von dieser Seite so aus. Ich habe das mit einem Draht versucht, aber ich kam hier nicht ran, weil ich hier einfach nicht zwischenkam. Also sonst bohre ich einfach nur ein Loch rein und dann lege ich mir einen Draht und mach den beiseite, aber da ging gar nichts. Das war alles total verklemmt. Gut, jetzt muss ich die Stange nochmal wieder einbauen und dann sollte das funktionieren und danach machen wir hier das Loch zu. Habe jetzt hier noch eine Blechplatte drauf gesetzt und damit das hier zu ist und dass da keiner rankommt und von unten sieht das dann so aus. Und da mache ich dann später nochmal eben eine Kunstharz rein, eine Matte drüber und dann ist das dementsprechend auch fest und keiner kann sich daran verletzen und das ist auch wieder vernünftig zu.